Grüße dich. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute 12 Übungen, um die Beweglichkeit zu erhalten und das Balancevermögen anzusprechen. Wir arbeiten uns langsam von den Schultern über die Hüfte runter zu unseren Füßen. Ja, es geht auch schon los. Wir sinken ein bisschen in den Knien ein, machen die Mitte fest. Da kommt der erste Schulterkreis. Schulterarmkreis. Und ein langer Armkreis nach hinten. Und auf der anderen Seite. Und wieder Schulterkreis. Schulterarmkreis. Und langer Arm nach hinten. Ist natürlich auch schon ein bisschen Rotation für die Wirbelsäule mit dabei, also Beweglichkeit für die Wirbelsäule. Becken lassen wir stehen und dann dreht nur der Oberkörper ein bisschen mit. Und jetzt stehen lassen, Oberkörper geht mit und wir schauen hinter unserem Arm hinterher. Und noch einmal Schulterkreis, Schulterarm und langer Arm auf der rechten Seite, langer Arm auf der linken Seite. Jawohl. So, jetzt kommen wir zum Buchstabensalat. Wir nehmen die Arme hoch in die V-Haltung. Ziehen Sie dicht an den Körper ran zum W, öffnen Sie zur Seite zum T, klappen Sie an zum U und bringen Sie wieder hoch in die V-Haltung. Ziehen Sie runter. Öffnen Sie, klappen Sie an und bringen Sie wieder hoch zum T. Und zieh runter. Und schön weit öffnen. Anklappen, strecke nach oben. Runterziehen. Breit machen. Anklappen. Öffnen nach oben. Ranziehen. Das T. Das U. Das V. Aus dem V zum W. Mal breit. Anklappen. V. Und zieh runter. Und letzte Mal, W, T, U und das V und aus dem W, Arme lang unten weg. Gut. Ein bisschen Beweglichkeit für die Wirbelsäule zur Seite, lockere Knie, Mitte fest. Wir lassen den Arm an der Außenseite des Oberschenkels. Langsam runterwandern. Und kurzer Stopp, andere Seite. Bisschen eingesunken in den Knien stehen. Trotzdem Bäuchlein ein bisschen festmachen, Mitte stabilisieren, wie immer. Und langsam fährt der Arm an der Außenseite runter. Wir neigen uns ein bisschen rüber. Und machen noch drei.
halten uns noch zweimal und noch einmal. Jawohl. So, wir gehen in die Skispringerhaltung. Gehen ein bisschen in die Knie. Popo hinten raus. Handkante kommen auf die Innenseite von den Knien. Und dann bewegen wir den rechten Arm nach rechts oben hinten, gucken hinterher, kommen zurück und fahren mit der linken Seite fort. Hier also jetzt ein bisschen Rotation für die Wirbelsäule. Und noch zweimal auf jeder Seite. Jawohl, sehr schön. So, wir probieren ein bisschen unsere Hüfte in Bewegung zu bringen. Fester Stand, bisschen einknicken und Oberkörper abheben, drehen, abstellen und wieder zurück in den Schlussstand. Andere Seite genauso. Da wird auch schon gleich unser Balancevermögen mit angesprochen. Also eine kleine Kombination zwischen Beweglichkeit für die Hüfte und Balanceverhalten. Und noch einmal auf jeder Seite. Ja, sehr schön. Und noch mal eine weitere Übung für die Hüfte. Wir gehen in den Gerätstand. Nehmen die Arme schön nach oben, strecken sie schön lang aus, ziehen die Schultern ein bisschen runter, verlagern unser Gewicht und federn nach. Eins, zwei, andere Seite. Eins, zwei und rüber. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Aber schön nach oben gestreckt halten, Schulterblätter runterziehen. Ja, haben wir gleich ein kleines bisschen auch Kräftigung für den Schulterbereich mit dabei. Und noch einmal zu jeder Seite rüber. Schön die Arme noch bis zum Schluss gestreckt halten. Jawohl. Und komm zurück. Ja. Und es geht weiter mit ein bisschen Beweglichkeit für unsere Fußgelenke. Auch wieder kombiniert. Einbeinstand, also Balancevermögen wird wieder mit angesprochen.
in die Hände in die Hüfte, ziehen unser Bein hoch, machen einen Fußkreis, Einmal rechts rum, einmal links rum. Jawohl. Und stellen ab. Schütteln kurz ein bisschen raus. Und beginnen mit der anderen Seite. Ihr merkt, ich wackle ein bisschen. Ja, also Übungsbedarf. Und mal noch drei, mal noch zwei, mal noch einen. Okay. So, es geht weiter. Hüfte auch wieder kombiniert mit Balance. Kleine Schrittstellung. Und dann imitieren wir eine Laufbewegung. Also, zieh Bein an, nimm Arm mit und streck Bein hinten raus. Und dann machen wir noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Schön Bein hinten raus. 3, 2, 1. Okay, und kurz ein bisschen ausgeschüttelt. Und wechseln die Seite. Wieder ein klein bisschen hinten rausgestellt. Arm mit raus. Und geht los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr schön. In der zweiten Serie versuchen wir, hinten die Fußspitze fast nicht abzusetzen. Mal gucken, ob uns das gelingt. Und da sind wir. Also ganz kurzen Kontakt hat die große Zehe, aber probier's. Kann man ja auch einfach mal in sein kleines Programm mit aufnehmen. Und geht los. Und wenn wir mal versuchen, einmal ohne, einmal mit, wäre eine kleine Variante. Hast du gesehen bei mir. So, das Ganze ist alles nichts, wenn man nicht auch was für seine Kräftigung tut. Wir gehen in den Pinguinstand. Stellen unsere Füße ein bisschen V-förmig geöffnet hin. Nehmen die Hacken zusammen. Kommen langsam hoch auf den Zehenspitzenstand. Öffnen die Arme, spreizen den Daumen ab. Ziehen die Schulterblätter zusammen und stehen 30 Sekunden. Wenn du mal zwischendurch Kontakt verlierst, macht nichts, kommst du wieder hoch, drückst die Fersen wieder aneinander und machst weiter. Ja, du merkst, die ganze hintere Kette, unsere ganze Streckkette ist mit beteiligt. Wade, Oberschenkel, Gesäß, Rücken, Schultermuskulatur. Wunderbar. Und wir gönnen uns einen kleinen Stopp. Es geht weiter
Übung für die Oberschenkel in Verbindung mit Gesäß und unterem Rücken. Öffnen die Arme, die Beine ein bisschen leicht V-förmig und setzen uns langsam nach hinten ab. Bringen die Arme vorne raus. Kennst du. Achte nochmal drauf, dass deine Knie nicht über die Fußspitzen kommen, wenn du hinten mit dem Popo runtergehst. Und atme ein, wenn du runtergehst. Atme aus, wenn du hochkommst. Ein. Aus. Ein. Aus. Und noch drei Wiederholungen. Und da kommt die drei. Wunderbar. Sehr schön. Okay, ja, da kommen die ersten kleinen Schweißperlen. Klein bisschen ausgeschüttelt. Kommt ja schon langsam dem Ende ein bisschen näher. Und so ein bisschen die Oberschenkel frottieren. Wieder ein bisschen lockern. Zweiten Durchgang. Nehmen wir einfach die Fingerspitzen an die Schultern. Gehen wieder nach unten, tun so, als ob wir uns hinsetzen, aber die Arme gehen schräg nach oben. Gleicher Ablauf, einatmen, runtergehen, hochkommen, ausatmen. Noch drei. Da kommen noch zwei. Und den letzten. Ich hoffe, du fühlst dich noch gut. Das Programm war ja nicht so anstrengend. Aber trotzdem ein bisschen in Bewegung bleiben, darum geht es. So, nächsten Durchgang. Setzen wir uns wieder hin, haben die Arme auch wieder mit dabei. So, Arme kommen nochmal von den Schultern. Und wir gehen runter. Die Arme machen einen Kreis und kommen wieder ran. Gehen runter. Und spreizen sie ab und kommen wieder ran. Jawohl. Du hast daran gedacht, auch immer ein bisschen das Bäuchlein festzumachen. Ja, immer alles aus einer festen, stabilen Mitte aus. Und mach noch drei. Mach noch zwei. Und den letzten genießen wir nochmal. Gehen langsam runter, 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 runter. Spreizen die Arme. Bleiben einen Moment. Und dann kommen wir wieder zurück. Jawohl, sehr schön. So, gönnen uns noch kurz zwei Dehnübungen zum Abschluss. Ich stelle mich dafür einfach mal ein bisschen seitlich, gehe in die Schrittstellung. Und verschränken die Finger, bringen sie vorne raus und dehnen.
und Schultern. Und ein kleiner Wechsel. Umgebaut. Fußspitzen schön nach vorne, Gewicht nach vorne. Finger verschränken, rausbringen. Und Dehnung auf der hinteren Seite. Jawohl. Gut. Und zum Abschluss nimmst du noch dein Fußgelenk in die Hand. Oberschenkel, Dehnung für vorne. Kennst du? Jawohl, stell ab, schüttel ein bisschen aus und nimm nochmal ein anderes Fußgelenk in die Hand. Oh, was ist hier heute los? Jawohl, und komm. Ja. Du hast es geschafft, ich habe es geschafft. Tschüss.